Ein herzliches Willkommen hier aus der Kirche in Konolfingen. Nein, ihr seid schon auf dem richtigen Kanal und ich bin auch immer noch Pfarrer von Muri Gümligen. Aber heute sind wir für einmal nicht in einer von unseren zwei Kirchen, sondern eben hier in der Kirche in Konolfingen. Hier in dem Dorf, wo der Friedrich Dürrematt aufgewachsen ist, als Sohn des damaligen Pfarrers. Die Kirche, wo wir hier drin stehen, die ist zwar damals zur Zeit des jungen Dürrematt noch nicht gestanden, sondern damals war es noch eine kleinere Kirche gewesen. Aber gleich erinnert diese Kirche an ihren bekannten Bürger, und zwar prominent mit einem Kirchenfenster. Die Witwe von Friedrich Dürrematt, Charlotte Kerr, ist 2007 auf die Kirchengemeinde Konolfingen zugekommen mit dem Wunsch, ein Kirchenfenster zu stiften. Es hat viel Überzeugungsarbeit gebraucht, damals, bis es so weit war. Ein Fenster für den Atheist Dürrematt. Will man das wirklich? Am Schluss hat man das dann wollen. Vielleicht ja gerade darum, weil er nicht ganz so ein überzeugter Atheist war. Und weil er immer in der reformierten Kirche geblieben ist. Für ihn hat es dafür gute Gründe gegeben. Und die Gründe, die sind heute leider immer noch gleich aktuell wie damals schon. Thank you.
Die letzten Tage haben wieder einmal gezeigt, dass es schnell gehen kann. Sie haben gezeigt, wie schnell sich religiöser Fundamentalismus durchsetzen kann und Menschen in einem Land verängstigen und terrorisieren. Die Meldungen aus Afghanistan sind verstörend und bedrückend. Und sie geben zu denken, wären wir da nicht ohne Religion einfach besser dran? Der Friedrich Dürrematt meint dazu unmissverständlich: Die Zeit der Khomeinis ist angebrochen, nicht nur in Rom, Iran und Israel. Es ist höchste Zeit, sich wieder zum Atheismus zu bekennen. Das hat der Dürrematt 1988 geschrieben, 2 Jahre vor seinem Tod, wo er mit der Religion praktisch schon ganz abgeschlossen hat. Die Khomeinis, die er davor redet, und Glaubensfanatisten, die meinen zu wissen, was richtiger Glaube heisst und was zu tun und zu lassen ist. Oder mit dem Wort vom Dürrematt: Wer glaubt, glaubt, dass er weiss. Wahrheit ist für ihn ein Wort aus dem Bereich vom Glauben. Und grausam sind die, die im Namen vom Glauben und von den Glaubten wahren handeln. Im Extremfall führt das zum Tod. So sehen wir es in diesen Tagen eben wieder in Afghanistan, aber auch in anderen Ecken der Welt. Ja, im Extremfall führt religiöser Fanatismus zum Tod, zu einem sinnlosen Tod. Wir sitzen hier vor einem besonderen Kirchenfenster in Konolfingen. Es basiert auf Zeichnungen vom Dürrematt. Und es verkörpert auf den ersten Blick den sinnlosen Tod. Der Engel wendet sich ab, es sind halbtote Gestalten im Vordergrund zu sehen. Ein Bild, das den Untergang zeigt. Die Menschen werden sich selber überlassen, sie müssen sich selber erlösen. Ja, das Bild, das kann so interpretiert werden, dass es eben Furcht auslöst. Gottesfurcht. Furcht vor dem Tod, vor dem Verlassenwerden. Dabei wollen wir doch gerade im Angesicht vom Tod und vor dem Alleinsein getragen und geliebt werden. Das brauchen wir, weil wir Menschen sind. Und darum ist auch der Dürrematt dran geblieben an Gott. Und er ist bekennender Protestant geblieben. Ich bin Protestant, ich protestiere, hat er deklariert. Der Friedrich Dürrematt ist an Gott und am Glauben dran geblieben, zeitlebens, wenn auch je länger, je weniger. Und so muss man auch seinen Aufruf zum Atheismus verstehen, nämlich als Protest gegen Fanatismen und gegen Extremismen, wo im Namen von irgendeinem Gott oder irgendeinem Glauben Gewalt, Unterdrückung und Tod bringen. Atheismus als radikale Form vom Protest. Mein Pfarrkollege Philipp Stalder, der vor kurzem pensioniert worden ist, hat mal etwas gesagt, das für mich bedeutungsvoll geworden ist. Er hat gesagt, er wolle an Gott, auch am Wort Gott, festhalten, weil er den Gott nicht den Fundamentalisten überlassen will. Diese Aussage, die ist mir geblieben und die hat mir auch irgendwie eingeleuchtet. Gott wird so nämlich zu etwas Liebgewordenem, zu einem Symbol von der Offenheit, von der Weite und von der Aufmerksamkeit gegenüber unseren Mitmenschen und unserer Umwelt. Wenn wir in aller Vernunft, aber auch im vollen Bewusstsein von den eigenen Abhängigkeiten an Gott festhalten, dann ruft der uns in die Verantwortung. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was für eine hoffnungsvolle und stärkende Aussage, die da der Paulus im
zweiten Brief an Timotheus schreibt. Diese Aussage steht in einem Kontrast zu dem Bild. Sie steht im Kontrast zu der Angst und redet von einem befreienden Glauben. Nicht per Zufall ist das ein sehr beliebter Konfspruch bei den Jugendlichen. Der Dürrematt sagt zu seinem Glauben in seiner Jugend: Ich hielt Gott für möglich, aber nicht für sicher. Meine Eltern hielten diesen Zweifel nicht für verwerflich, sondern mit meiner Jugend vereinbar. Der Glaube war etwas für reife Menschen. Ein reifer Mensch zweifelt nicht. Ich wurde älter und Gott wurde für mich eine faszinierende Fiktion. Sie war nicht zu beweisen, sondern anzunehmen. Ich nahm Gott als Fiktion an. Gott faszinierte mich als Paradoxie. Da sind wir wieder bei dem Bild von dem Kirchenfenster, bei der Paradoxie von seiner Wirkung und von seiner Bedeutung. Das Bild, das stellt das jüngste Gericht und die Auferstehung dar. Die an sich hoffnungsvolle Perspektive auf die Auferstehung wird in der düsteren Farbe vom Gericht gemalt. Gericht und Auferstehung, eine Paradoxie. Glaube und Zweifel, Gnade und Strafe. All die Paradoxien, die sind für den Dürrematt je länger, je weniger mehr aufgegangen. Und doch, der Dürrematt ist Protestant geblieben. Er hat protestiert. Und auf diese Art hat er an Gott festgehalten, weil er ihn nicht den Fundamentalisten und den Rechtgläubigen mit den einfachen Antworten und ihrem simplen Denken hat überlassen. Der Dürrematt hat an der Auseinandersetzung mit Gott festgehalten. Auch wenn er Sätze gesagt hat wie der: Ich kann mir keinen Gott vorstellen. Und was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich nicht glauben. Geht es uns nicht wenigstens manchmal nicht auch so? Also mir schon, zwischendrin. Das Bild da im Hintergrund, das kann uns in dem Sinn einen Spiegel vorhalten und gleichzeitig so etwas wie eine Warnung sein. Ein Spiegel drum, weil wir als Kirche und als Christinnen und Christen ständig mit Geschichten und Traditionen konfrontiert sind, wo auch Unvorstellbares, Absurdes und Unbegreifliches beinhaltet, sodass wir es eben manchmal selber nicht oder kaum können glauben. Doch als Kirchen und als Menschen, die glauben möchten, zwingen wir uns, uns mit all dem kaum Möglichen auseinanderzusetzen. Und das Bild ist insofern eine Warnung, dass weder Tod noch Auferstehung uns von unserem Tun und Lassen erlösen können. Das können nur wir selber. Friedrich Dürrematt hat es so formuliert: Die Aufgabe, der sich die Menschheit gegenüber sieht, ihr Weiterbestehen zu ermöglichen, ist so schwer, dass kein Gott ihr helfen kann. Nur sie sich selbst. Geschichten von der Bibel muten sie noch so unvorstellbar, absurd oder unbegreiflich an. Die Geschichten von Gott mit seinen Menschen, die wollen uns dazu ermutigen und auffordern. Unser Weiterbestehen und das Weiterbestehen von denen, die nach uns kommen, das Weiterbestehen wollen wir doch sicherstellen. Da sind wir gefragt, da müssen wir anpacken. Die Herausforderungen, die kennen wir. Die Auferstehung versteht der Dürrematt, wenn ich ihn richtig verstehe, darum so. Auferstehung meint, dass wir die Hoffnung aufrechterhalten sollen, dass die Geschichte von uns Menschen nicht eines Tages zu Ende ist. Verzagen wir da dabei nicht. Nutzen wir gescheiter das, was uns gegeben worden ist, wo wir bekommen haben, nämlich den Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Vernunft. Heben wir daran fest und protestieren wir weiter. Jetzt wünsche ich euch allen, die heute mit dabei sind, einen schönen Sonntag und eine gute und eine gesunde Zeit. Geht in die Kraft, die euch gegeben ist, einfach, leichtfüßig und achtsam, unter dem Segen von Gott, der manchmal nahe,
und manchmal unvorstellbar ist. Amen.